Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening. Ganz spontan, gestern um 0 Uhr während des Streams, das Event Pack Opening komplett bis zum Revenant Erbstück freischalten durchgezogen. War so eigentlich nicht geplant. Ich möchte euch in dem Pack Opening auf jeden Fall alle Skins vom Event zeigen. Ihr kennt sie sicherlich alle schon, sollte klar sein. Ich zeige euch das Erbstück, dann gehen wir zum Schluss ins Trainingsgelände. Dort zeige ich euch die drei verschiedenen Erbstück-Animationen. Ich zeige euch auch Revenant mit dem neuen Skin und dem Erbstück in der Third-Person-Perspektive. Sieht sehr geil aus. Und ich zeige euch auf dem Trainingsgelände, wie hoch er jetzt mit dem neuen Patch klettern kann. Es ist ungefähr dreimal so hoch. Es ist wirklich extrem heftig. Zwischen dem Pack-Opening mittendrin gibt es noch 14 ganz normale Standard-Packs. Dort habe ich richtig viel Glück mit 4 legendären Sachen, die ich innerhalb dieser 14 Packs noch ziehe. Den meisten von euch wird es dann auffallen, dass ich einen richtig dämlichen, teuren Fehler mache. Ich hätte 22 Euro im Pack-Opening eigentlich sparen können. Ich hatte nur noch 2 Packs offen. Ich hätte eigentlich nur die 2 Event-Packs aus dem Store kaufen müssen. Und ich war aber nach 7 Stunden Stream schon so durch, dass ich die Skins einzeln gekauft habe, pro Stück 18 Euro. Bisschen dumm gelaufen. Die Zuschauer fanden es amüsant. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Pack-Opening und dann sehen wir uns im Trainingsgelände wieder und dann machst du schon wieder viel Spaß. Das erste Mal auf dem günstigsten Weg. Ist geil, ja. Ich hasse mich jetzt schon dafür, aber es ist mir egal. Hättest du da irgendwo deine Kreditkarte nochmal eintragen lassen, wäre das gut? Die ist ja hinterlegt. Was denkst du, wie ich jetzt so schnell aufgeladen habe? Aber ey, mal ganz ehrlich, dieser Skin ist doch eigentlich der letzte Scheiß. Das ist doch einfach nur, das sieht aus wie so ein seltener Skin aus dem Battle Pass. Nicht mal, der sieht nur weiß oder blau aus. Also warum? Ah, ist mir egal. Ich bin jetzt gerade halt ein kleines bisschen behindert. Weil ich den irgendwie ganz cool finde hier so. Ach komm, den machen wir mal drauf. Pack's mit in die Erdmann. Ich rede mir die Scheiße jetzt einfach schön und dann bräuchte ich auch nicht, dass ich das jetzt mache. Es ist doch eigentlich, wie lange wirst du denn da noch streamen? Unendlich. Also ich habe Elternzeit. Ich bleib auf jeden Fall noch ein bisschen wach. Oh, irgendwie, der Wolfskin sieht auch geil aus. Irgendwie gefällt mir jetzt auf einmal alles. Nein, den will ich noch ausrüsten. Mein Gott, das ist einfach unglaublich. Oh. Der heißt McFly. Den ich gerade drin habe. Das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen. Hier. McFly. Geil. Wobei der ganz stylisch aussieht. Ich meine, Krypto, wer spielt schon Krypto? Ja, Krypto braucht keinen Mensch. Doch endlich mal ein Bla Skydive für Walk. Ich spiele sie nie wieder. Ich darf die nie wieder spielen. Es geht gar nicht. Kriege ich jetzt genug Crafting Bla zusammen, um noch ein bisschen was zu sparen? Ich kaufe ja auf jeden Fall jetzt dieses Ding. So, jetzt fehlen mir ja noch. Ups, jetzt bin ich raus. Jetzt fehlen mir noch 14. Warte mal, ich mache jetzt erst einmal. Ah, scheiße. Jetzt kann ich die anderen Packs nicht mehr öffnen. Ah, blöd. Warte mal, wie macht man das jetzt? Ich hätte vorher die Standard-Packs noch öffnen müssen, ich Trottel. Dann ist das halt so. Dann machen wir jetzt erst einmal. Dann ist das Risiko jetzt da, dass ich was Seltenes ziehe. Scheiß drauf. Das ist schon blöd. Ich bin wirklich ein richtiger Trottel. Oh, der ist wirklich so hässlich, der Skin. Er ist einfach so hässlich. Pfui. Oh, der Flatline-Skin sieht schon wieder mega aus irgendwie. Ah, das Problem ist, dass das Standardvisier ist.
Der Triple Tech Skin ist einfach zu sexuell. Der seltene Bogenskin, der sah eigentlich auch nicht schlecht aus. Ach komm, so bunt wie es ist, ist es doch irgendwie auch witzig, oder? Ich red mir das jetzt noch ein Stück weiter schön. Der ist wirklich auch grauenhaft. Hat zwar irgendwas, aber irgendwie hat Gibi deutlich schönere Skins. Oh, das sind jetzt die normalen Packs. Genau, das war nämlich der Sinn, weil ich wusste, dass ich eine Menge Crafting-Scheiß habe. Oder bekomme. Ich lade mich kaputt, wenn ich jetzt Erbstücksplitter ziehe, dann glaube ich, springe ich irgendwo in die Ecke. Das wär zu crazy. Aber es gibt keinen Weg mehr zurück. Mosambik, ja. Ich kann jetzt nicht mehr weg. Evie Bags, danke für dein Follow. Ja, kann man mal mitnehmen. Das Erbstück sieht geil aus, das ist einfach Fakt, aber man darf halt auch irgendwo nicht vergessen, was da für Kohle dahinter steht. Eigentlich, na, wie das eben so ist. Alter, das waren jetzt 14 Standard-Packs und schon dreimal Gold? Das ist aber in 14 Packs schon ordentlich. Also, krass. Viermal, das ist krass. Ach, das ist ein Emote, ich wollte gerade... Boah, der ist ja geil. Das ist ja von... Wie nennen die sich? Maoris, die diese Tänze machen? Geil. Der ist cool, das gefällt mir. Mosambik, ja. Mega. Theo for real, vielen Dank für deinen Follow. Okay, was ist so? Oh nein, mir fehlen einfach mal fünf Crafting-Metalle für noch was Seltenes. Ey, das ist ja echt frech. Ach, das ist doch schmutzig. Das ist doch schmutzig. 1, 2, 3. 6, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja gut, da muss ich ja jetzt das noch holen. Geht ja nicht anders. Auf das dann nochmal. Crafting-Metalle drin sind einmal, bitte. Aber bestimmt nicht in den Packs. Oh doch, oh perfekt, perfekt. Da spare ich ja richtig Geld. Mensch, ich raste komplett aus. Raus hier, raus, aber ganz schnell. Nicht, dass ich das noch verchecke. Jetzt hat er den Gunschirm mit dabei gehabt. Ah, Kacke. Naja. Bin gerade verwirrt. Ach so, jetzt.
Galactic Guardian, ja. Naja, wenn man sie öfter anguckt, sehen sie doch nicht schlecht aus. Aber trotzdem nicht alle. Der ist einfach strange. Dieser Skin ist einfach... Ja, sorry, das war's, Leute, mit meinem Pack-Opening. Welcher fehlt denn jetzt noch? Der und der. 1800. Warte mal, gibt's noch ein Special Offer? Zwei Packs? Nein. Egal. Fällt mir leider gar nicht so, der G7. Ah, das Sentinel Skin. Kann man mal reinmachen. Alter, sieht das sexy aus. Yippee-yay, du Schweinebacke. Absolut, yippee-yay. Alter. So, drei Animationen an der Zahl müsste es geben und wir schauen jetzt direkt mal, ob es gleich funktioniert mit allen dreien. Mega. Na. Das ist, glaube ich, dieselbe, oder? Die hat man gerade schon. Ja, Moment. Das ist die zweite. Ein paar Kratzer hinterlassen hätte auf der Sense, wäre natürlich auch richtig edel gewesen. So, komm, die dritte. Nee. Ah, das ist die letzte, genau. Ultra nice. So, jetzt gehen wir noch in die Third-Person-Perspektive und schauen mal, wie das Erbstück auf dem Rücken aussieht. Sieht man übrigens auch im Skydive extrem gut. Das sieht so nice aus. Und ich kann euch ja dann gleich mal noch zeigen, wie hoch der jetzt klettern kann. Das ist total strange. Also ich habe gestern, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich tatsächlich Revenant gezockt habe, beziehungsweise mir auch das Erbstück geholt habe. Ich habe gestern zufällig nur ein paar Runden mit ihm gezockt. Und jetzt funktioniert der Trick nicht. Das ist ja auch praktisch. Jetzt. Und da habe ich festgestellt, Mensch, ich komme mit dem Revenant ja richtig gut klar. Und dann dachte ich mir, Mensch, ja, komm, scheiß drauf, Pack-Opening, ich will dieses Erbstück. Ich finde das Erbstück sowieso von allen am schönsten. Ich suche mir nochmal schnell eine Waffe, damit ja auch die Sense... Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich das jetzt... Ah, okay. So, jetzt nehmen wir das nämlich in der Hand. Und dann sieht man nämlich die Sense so richtig, richtig geil auf seinem Rücken. Das sieht richtig scharf aus. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo wir richtig hoch klettern können. Und dann zeige ich euch mal, das ist echt mega strange. Das sieht gut aus. Oh, scheiße. Oh mein fucking Gott, ist das hoch. Also ich habe es im Stream gestern gezeigt, man kommt locker auf die Baustelle drauf. Man kommt sowas von locker auf die Baustelle drauf. Ich will mal kurz was probieren, das ist bestimmt in der Third Person ein bisschen schwierig. Gehen jetzt mal noch hier auf den Pfeiler.
Nein, verkackt. Ja, aber ich glaube, der Sinn ist bekannt. Also man kann ja locker bis hochklettern mit ein paar Zwischenstationen. Und auch die Schläge mit der Sense sehen einfach ultra, ultra nice aus, wie der die Luft durchschneidet. Leute, das soll es schon wieder davon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung hiermit. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.